Hey Leute und willkommen zu einem spontanen neuen Video. Ich habe hier den Bügeltisch im Wohnzimmer stehen. Ich habe hier zwei Wäschekörbe voll mit Babyklamotten, die ich vor ein paar Tagen gewaschen habe. Ich wollte jetzt anfangen, die Babyklamotten ein bisschen zu bügeln und auch so ein paar Sachen für meine Kliniktasche zu bügeln. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach dabei mit. Ich habe jetzt auf Instagram auch eine Fragerunde gestartet. Vielleicht gibt es ja ein paar Fragen an uns, auch bezüglich der Schwangerschaft und so. Die kann ich dann einfach nebenbei beantworten und euch ein bisschen einfach dabei mitnehmen. Ich habe auch letztens Babykleiderbügel bestellt. Das Paket ist auch gerade angekommen. Können wir auch gleich auspacken und uns angucken. Ich glaube, ich werde diesmal auch im Sitzen bügeln, nicht im Stehen. Oder ich mache so einen Mix draus, damit es einfach schon da für meinen Rücken ist. So Leute, während das Wasser warm wird, pflege ich jetzt hier noch ein bisschen mein Schwangerschaftstagebuch. Ich habe hier so eins von Amazon, meine Schwangerschaft, ich werde Mama, heißt das. Ich finde das richtig, richtig gut. Ich hatte mir am Anfang der Schwangerschaft so 4, 5 Stück bestellt und dann geschaut, wie die halt so aufgebaut sind. Und mir hat das am besten gefallen. Da kann man halt so die einzelnen Schwangerschaftswochen einfach ausfüllen, wie man sich fühlt. Meilensteine der Woche, Notizen, mein aktuelles Gewicht und so weiter und so fort. Zwischendurch sind auch immer Seiten, um Fotos reinzukleben. Ich finde, das ist voll die schöne Erinnerung. Da blättert man bestimmt gerne mal, auch nach der Schwangerschaft vielleicht mal durch. Es ist einfach gut, das alles festzuhalten, weil Leute, diese Schwangerschaft ist einfach original an mir vorbeigeflogen. Die ist einfach wirklich nur geflogen. Man kann sich halt auch nicht mehr an alles erinnern immer, ne? Wie man sich in welcher Woche wie gefühlt hat, was man vielleicht in welcher Woche für Gelüste hatte oder für Beschwerden hatte, was man in welcher Woche vielleicht eingekauft hat fürs Baby. Deswegen finde ich das eigentlich richtig, richtig cool. Würde ich auch allen empfehlen, die schwanger sind, Leute. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich es tatsächlich so regelmäßig geführt habe. Ich führe auch dieses Jahr, Leute, meinen Kalender. Ich habe hier so einen ganz normalen 2023 Kalender. Den finde ich dieses Jahr auch richtig, richtig gut, weil einfach so viel ansteht, so viele To-Dos sind. Und auch wenn keine To-Dos sind, führe ich das quasi sowas, also so wie so ein Tagebuch. Ich bin auch echt dieses Jahr richtig stolz auf mich, dass ich beides parallel sehr gut führen kann. Das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Leute, ich komme einfach nicht drauf klar, wie mini einfach diese Babyklamotten sind. Die sind einfach so mini. Und ich wette, die werden auch noch mal zu groß sein. Habe ich zumindest so mitbekommen, dass Babyklamotten meistens sogar noch zu groß sind für die Neugeborenen. Und es ist einfach alles so klein und so süß. Jetzt geht's los. Leute, bügelt ihr eigentlich die Babyklamotten auch weiterhin dann? Oder habt ihr sie beim ersten Einräumen gebügelt oder auch gar nicht? Oder bügelt ihr sie immer? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich anstrengend ist, weil man ja auch Babyklamotten viel mehr wäscht oder also viel häufiger wäscht, weil die sich wahrscheinlich am Tag dreimal umziehen müssen. Alles immer zu bügeln, glaube ich nicht, dass ich das tun werde. Also ich mag bügeln, muss ich wirklich sagen. Ich bügele eigentlich voll gerne. Aber bei diesen kleinen Sachen, bei der Häufigkeit, bei der ich dann bügeln müsste und bei dem Zeitmangel, den ich dann wahrscheinlich haben werde, kann ich mir das jetzt irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und Leute, ich bin jetzt seit ein paar Tagen im Mutterschutz. Ich habe wirklich noch bis zum bitteren Ende gearbeitet. Aber es ist echt richtig cool, jetzt die letzten Wochen nochmal zu Hause zu sein und die letzten Dinge zu erledigen und einfach alles ein bisschen entspannter anzugehen, auszuschlafen, die letzten Tage, die ich noch kann, länger wach zu bleiben, Videos zu schneiden und sowas, einfach mehr Zeit auch für sowas zu haben. Leute, ich habe, um die Sachen zu waschen, auch extra so ein Babywaschmittel gekauft von Frosch. Waschmittel und ein Weichspüler. Riecht irgendwie nach Baby. Riecht echt süß, aber riecht auch nicht so stark. Und ich habe die Sachen ja auch draußen im Garten dann trocknen lassen. Deswegen ist der Geruch eben ein bisschen verflogen, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil Babygeruch einfach sowieso der beste Geruch ever ist. Ich versuche sowieso drauf zu achten, dass ich nicht so viel mit Gerüchen, mit Düften und so kaufe. Auch was zum Beispiel so Duschgel und sowas angeht. Ich habe jetzt für meine Kliniktasche auch für mich selber Babyduschgel gekauft. Also so eine Kombi aus Baby, Duschgel und Shampoo. Dass ich einfach nichts krass Parfümiertes an meinem Körper habe. Ich werde auch kein Parfüm oder so tragen. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das angenehm ist fürs Baby. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist. Machen bestimmt nicht alle. Auch nicht Leuten zu nahe treten, die da nicht drauf achten. Das kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich habe da jetzt auf jeden Fall drauf geachtet. Und meine Mama meinte auch, Babysachen zu bügeln soll auch gut sein. Also soll auch gesund sein. Ich habe jetzt hier erstmal diese ganzen Unterhemden, die ich in Massen gekauft habe in der Türkei, in Weiß, einfach diese ganzen normalen Standardunterhemden. In T-Shirt-Form, Langarm, mit Spaghetti-Trägern für Neugeborene, 3 Monate alte Babys, 6 Monate alte Babys und 9 Monate alte Babys. Habe ich alles mich schon mal eingedeckt. Die habe ich jetzt mal kurz nach Größen sortiert.
und werde die jetzt erstmal nach und nach bügeln. Leute, ich kann euch in der Türkei den Laden Ebebek empfehlen. Der ist super für Babyklamotten. Adam ist übrigens auch wieder am Start und bearbeitet gerade ein Video. Es geht ab, Cousins. Ja, eben gerade hat es geregnet, dann schien die Sonne, jetzt geht irgendwie gerade wieder die Welt unter. So, ich komme jetzt mal zur ersten Frage. Da ist ein Wunschbaby. Ja, Leute, es war ein Wunschbaby. Auf jeden Fall. Was waren deine Gelüste? Also Leute, meine Gelüste, als ich noch nicht wusste, dass ich schwanger war, habe ich auf einmal richtig Bock auf Sushi bekommen. Und ich mag Sushi eigentlich nicht so gerne oder mochte es bislang dann nicht so gerne. Und dann hatte ich ein paar Tage richtig, richtig Lust auf Sushi, so eine Woche lang. Habe das auch dreimal hintereinander gegessen. Da habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie nicht normal ist. Und dann hat sich auch herausgestellt, warum. Boah, jetzt Kommentare von Leuten, ich esse Sushi eh ohne Fisch. Einfach nur vegetarisch mit so Frischkäse, Avocado und so. Das waren so meine Anfangsgelüste, dann ganz extrem Snickers-Eis, Leute, beziehungsweise alles, was mit Schokolade zu tun hatte. Aber am meisten Snickers-Eis, musste ich wirklich jeden Tag essen, am besten mehrere davon. Und rote Lindt-Schokolade, also diese Lindt-Kugeln. Ey, Leute, rote Lindt-Kugeln und Snickers-Eis, das war so mein Winter. Dann Eisdielen-Eis, das ging dann ging es irgendwann damit los, dass ich unbedingt immer Eis also so einfach Kugeleis in der Waffel haben wollte. Irgendwann hatte ich dann auch richtig Lust auf Grünapfel mit Salz. Keine Ahnung warum. So einfach Grünapfel mit Salz. Mag ich auch so, aber da hatte ich richtig Lust drauf. Aktuell, also eigentlich immer süß. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der süße Typ. Also eigentlich bin ich eher der herzhafte Typ. Aber in der Schwangerschaft einfach, ich will einfach nur süß. Ich will einfach nur Schokolade. Ich will einfach den ganzen Tag Nutella-Brot essen. Fällt dir noch irgendwas ein, worauf ich in der Schwangerschaft Lust hatte? Immer? Ja, dann kann man zufrieden, ne? Ja, mit Sushi hat es angefangen. Snickers-Eis? Ja, Snickers-Eis. Ja, ich glaube Eis allgemein, oder? Und jetzt aktuell, weil es einfach wärmer ist, Wassereis. Nächste Frage. Mag ich es, schwanger zu sein? Was würdest du sagen? Was? Mag ich es, schwanger zu sein? Ja. Ja, klar, ja. Ich hab das Gefühl, du bist gar nicht so schwangermäßig, weißt du? Also, du bist immer noch sehr aktiv und so. Deswegen, und Schauspielerin hat sie auch jetzt nicht so keine Beschwerden oder so gehabt. Deswegen habe ich das Gefühl, sie ist ganz normal. Und darauf schließt du, dass ich das auch mag, schwanger zu sein, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, richtige Antwort. Also Leute, ich mag es wirklich, schwanger zu sein. Wie ihr dann sagt, es ist quasi so, als wäre ich gar nicht schwanger. Ich finde nur jetzt in letzter Zeit, oder? Merkt man es ja, langsam? Aber das ist auch, glaube ich, normal. Sind jetzt die letzten Wochen, man hat das wirklich am Anfang, bis so vor 2-3 Wochen vielleicht, habe ich alles noch ganz normal, also ich war ganz normal weiterhin aktiv. Ich hatte keine Beschwerden, Allah schüttelt wirklich, ich fühle mich wirklich mit meiner Schwangerschaft gesegnet. Also überhaupt mit einer Schwangerschaft. Ich finde, jeder, der schwanger ist, ist gesegnet. Zweitens, einfach, weil ich wirklich keine Beschwerden habe. Ich habe mich überhaupt nicht schwanger gefühlt. Ich habe immer nur gemerkt, dass der Bauch wächst und dass ich immer Lust auf Sachen hatte. Und deswegen mag ich es auch, weil ich halt überhaupt nichts Negatives so mit der Schwangerschaft verbinde. Außer jetzt, in letzter Zeit, das habe ich auch im letzten Video, glaube ich, schon gesagt, habe ich halt Rückenschmerzen. Ich merke langsam, mein Körper ist ein bisschen eingeschränkter. Also wenn ich ein bisschen zu viel mache, tut mein Rücken sofort weh. Kann einfach nicht mehr so viel, auch von der Ausdauer her. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch normal. Das Wetter wird wärmer. Es sind jetzt die letzten Wochen. Mein Bauch wird größer und schwerer. Es hat jetzt auch jemand gefragt, wie groß ist dein Bauch? Also keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ich halt jetzt, werde jetzt auch nicht meinen Bauch in die Kamera halten. Aber der ist halt so groß, wie ihr ihn auf Videos oder in Stories oder so seht. Ich mag es auf jeden Fall, schwanger zu sein. Ich finde allgemein Schwangere, auch als ich noch nicht schwanger war, finde ich allgemein Schwangere einfach übertrieben süß. Ich finde, die strahlen richtig was Positives, was Süßes aus. Und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass viele es nicht mögen, schwanger zu sein, wenn sie extreme Beschwerden haben, wenn es schon losgeht mit Übelkeit und das dann auch noch monatelang oder im schlimmsten Fall bis zum Ende der Schwangerschaft oder extrem Sodbrennen oder sie sich einfach in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen, weil der Körper sich ja schon verändert und das sie halt extrem stört. Dann ja, kann ich auch verstehen, wenn man es einfach nicht mag, schwanger zu sein. Dann kam mir die Frage alles zum Thema Elterngeldantrag. Ja, Leute, da habe ich mich auch echt informieren müssen. Ich habe einfach YouTube-Videos geguckt. Also wenn ich das jetzt hier erklären würde, es würde echt den Rahmen sprengen. Also ich würde alle Dokumente, die ihr braucht, schon mal vorher vorbereiten. Man kann aber das meiste erst, nachdem das Kind auf der Welt ist, einreichen, weil man die Geburtsurkunde braucht, die Steuer-ID vom Kind braucht. Und deswegen würde ich alles soweit schon mal ausfüllen und ready machen. Das Einzige, was vor der Geburt gemacht werden muss, ist für die Mutter 7 Wochen vorher bei der Krankenkasse den Mutterschutzantrag und Muttergeldantrag, wenn ihr arbeitet, anzumelden. Und
meine Eltern Zeit, muss ich dann erst, nachdem das Kind da ist, anmelden, weil man ist 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt in Mutterschutz. Und man muss diesen Elternzeitantrag 7 Wochen vor Beginn der Elternzeit machen. Also müsste ich quasi eine Woche nach der Geburt die Elternzeit anmelden beim Arbeitgeber. Und wenn der Vater auch in Elternzeit gehen möchte, der muss dann 7 Wochen vor der Geburt aber schon den Elternzeitantrag stellen, weil der ja nicht in Vaterschutz oder sowas geht. Es gibt sehr, sehr gute Videos bei YouTube. Ich habe mir da auch einfach eins angemacht, habe mir alles runtergeschrieben und wusste dann, wo ich was ausfüllen muss, wann ich es ausfüllen muss und ja, habe das jetzt alles soweit vorbereitet. Hat sich dein Appetit verändert? Also mein Appetit hat sich eigentlich nicht verändert. Am Anfang der Schwangerschaft hatte ich überhaupt keine Lust auf Essen, also auf richtiges Essen, ne? Also auf Herzhaftes. Ich habe einfach nur gegessen, weil ich Hunger hatte, aber extrem. Also ich hatte wirklich die ersten Wochen, konnte ich am Tag 4-5 Mal richtige Mahlzeiten essen, weil immer nachdem ich gegessen habe, eine halbe Stunde später, hat sich das so angefühlt, als hätte ich gar nichts gegessen. Ich hatte halt einfach nur extrem Bock auf Süßes. Das ist auch immer noch so. Inzwischen mag ich auch wieder ganz normales Essen. Also wenn ihr jetzt meine Freunde fragen würdet, die würden bestimmt sagen, ihr Appetit hat sich verändert. Also dass ich viel mehr Appetit habe und überall, egal wo ich bin, immer nur am Essen bin. Mir fällt es nicht so krass auf, aber ja, wenn es irgendwo ein Buffet gibt mit süßen Sachen, dann könnt ihr mich da auf jeden Fall finden. Wie geht's meinem Rücken heute, kam noch die Frage, und ob ich meinen Rückengurt umhabe. Also heute geht's meinem Rücken noch gut, weil ich den noch nicht so krass belastet habe, wie ihr sitzt. Ich sitze ja jetzt auch gerade, habe mich heute noch nicht so viel gebückt oder gestreckt oder keine Ahnung was. Den Rückengurt habe ich gerade auch nicht um, weil der im Sitzen nicht so bequem ist. Aber ja, wenn ich gleich fertig sein sollte, dann werde ich mir den, glaube ich, auch ummachen. Heute sieht es erstmal gut aus mit den Rückenschmerzen. So Leute, kleine Bügelpause. Wir haben uns jetzt mein Brautkleid geschnappt und bringen das jetzt zur Reinigung, weil das einfach seit 2,5 Jahren in dem Kinderzimmer liegt, also im sehr freien Zimmer. Gerade nochmal die Fragen guckt, da hat jemand netterweise gefragt, wie es uns geht. Wie geht's dir? Ja, super, ne? Bisschen stressig die letzten Wochen so, ne? Auch allgemein Gartenarbeit, auch wegen Feiern und so. Die letzten Wochen waren komplett voll mit Feiern, wegen Anlässen so. Ja, Leute, die letzten Wochen waren wirklich Marathon, ne? Also Marathon. Es hat angefangen am Mitte Mai, glaube ich, ne? Mit Sünnet von Mohammed, also von seinem Neffen. Mit der Beschneidungsfeier hat es, glaube ich, angefangen. Dann war der Standesamt von Kahn und Ledena. Davor war ja noch die Hochzeit. Davor war noch die Hochzeit von Ellens Cousin. Dann war meine Babyshower. Dann war Babas 50. Geburtstag. Und dann der Henna-Abend und jetzt die Hochzeit. Also, ja. Und zwischendrin hat er dann noch den ganzen Garten auf Vordermann gebracht. Ja, wir haben uns um die Babysachen gekümmert, um das Kinderzimmer und sowas. Also es war wirklich extrem viel los bei uns. Deswegen haben sich jetzt auch diese ganzen Videos angesammelt. Also ich habe es auch im letzten Video schon gesagt, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Video noch dazwischen zu quetschen. Also es kommt nach dem Video dann das Geburtstagsvideo, Henna-Abend und das Hochzeitsvideo. Weil ich mir dachte, wir haben jetzt so viele Videos mit so Feiern und so. Ich wollte auch euch ein bisschen an der Schwangerschaft teilhaben lassen, einfach mal so einen Alltagsvlog machen. Hast du noch irgendwas zur Schwangerschaft zu erzählen? Findest du auch, dass es richtig schnell vergangen ist? Ja, extrem, ne? Das sagt auch jeder. Zeit ist einfach verflogen. Auch andere, also in unserem Umfeld, sagen alle, Sorabia war gefühlt nur einen Monat schwanger. Ich dachte, es kommt mir halt einfach so vor, weil ich die Schwangere bin und weil es immer so viel ansteht. Die letzten Wochen jetzt, da steigt die Aufregung auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich so, wie sie halt so aussieht und so, die letzten Wochen da. Wir sind wirklich einfach aufgeregt und... Das Wichtigste, Leute! Gesundheit. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist sowieso natürlich. Ja, ist natürlich, das ist selbstverständlich. Ja, aber man muss es trotzdem nochmal sagen und Augen halten so quasi, ne? Ja, also ja, eine aufregende Zeit auf jeden Fall. So langsam sitzt auch alles zu Hause, was so Babysachen angeht. Jetzt muss nur noch... Machen wir den Kleiderschrank heute noch zu Ende? Ja, das sind 2-3 Schubladen, die noch rein müssen. Das kriegen wir hin. Und dann ist bald alles ready. So Leute, wir sind wieder zu Hause und ich warte jetzt, bis das Bügeleisen wieder warm wird. Ich packe in der Zeit mal die Kleiderbügel aus. Okay, das sind, glaube ich, die ganz normalen Kleiderbügel. Wie süß. Oh, wie klein. Ich habe mich einfach für so ganz schlichte weiße entschieden, für die normalen Klamotten. Dann habe ich hier... sehr gold. Ich wollte eigentlich golden. Hosenbügel und normale Bügel. Dann habe ich mich bei den normalen Bügeln doch für normale, also weiße entschieden und dachte mir, okay, Hosenbügel kann ich ja mal gold versuchen, weil es gibt keine vernünftigen Hosenbügel für Kinder. In weiß. Irgendwie sind die schon sehr grell für meinen Geschmack. Eieiei. Ja, würde vielleicht gehen durch dieses Weiß hier hinten. Muss ich auf jeden Fall nachher mal ausprobieren. Aber schon sehr grell, ne? Ja, geht.
Pinter ist okay. Und dann habe ich hier noch weiße Hosenbügel, die einzig vernünftigen, die ich noch finden konnte. Das ist natürlich schlichter. So weiße Holzbügel mit diesen, mit so silbernen Hosenclips. Ja, müssen wir mal nachher schauen im Schrank. So Leute, ich beende das Video hiermit jetzt auch. Auch schon fast fertig mit dem Bügeln. Ich würde sagen, 3/4 habe ich schon geschafft. Den Rest ziehe ich jetzt auch noch schnell durch und ja, ich hoffe, ich konnte ein paar von euren Fragen beantworten. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, stellt sie gerne unter den Kommentaren oder auch bei Instagram. Vielleicht machen wir mit einem nochmal ein anderes Q&A. Es muss auch nichts unbedingt bezüglich der Schwangerschaft sein. Wir wollten sowieso mal wieder ein Fragen-Antworten-Video drehen. Ich hoffe, dieses ganze Chaos im Hintergrund hat euch nicht gestört. Ich merke nämlich gerade, wie chaotisch das hier überhaupt ist. Aber da müssen wir jetzt einmal durch. Ich hoffe, dass es dann heute Abend wieder ein bisschen besser hier aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke für eure Fragen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren, wenn ihr möchtet. Und schreibt uns gerne weitere Videowünsche in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios, amigos!